Guten Tag. Das ist gerade schon wieder schönes Liegen. Aha, das ist glänzt. Klingt silbern? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ein. Das ist ein Erbstück meiner, von der Cousine meiner Mutter. Mhm. Und in meinem Besitz ist das Ende der 70er Jahre. Ach ja. Und ich nehme an, dass es Silber ist, weil es lässt sich auch mit Silberputzmitteln bearbeiten und sauber machen. Ja. Und Sie sammeln so ein Stück oder haben Sie nur das eine Stück? Nee, ich habe nur das eine Stück. Das haben Sie geerbt? Das habe ich geerbt. Und aber es gefällt Ihnen? Eine Zeit lang habe ich es vor die Kinder versteckt, damit die keinen Unfug machen. Da haben Sie natürlich. Und jetzt, es liegt im Schrank eigentlich. Also. Und Sie wissen was darüber? Ich weiß nur, also meine Tante sagte, dass ein Sarazenenschwert sein sollte, aber... Ich weiß nichts Genaues drüber. Die Bezeichnung, die einem immer wieder begegnet, Sarazenschwert oder auch noch viel schöner Türkensäbel. Okay. Nicht? Das ist ein ganz interessantes Stück. Ich ziehe das mal raus. Zunächst einmal sehen, bei dem gekrümmten Scheiden ist immer das Problem, dass es klemmt und schneidet. Und darum hat man hier oben ausgespart, dass man das schön so rausziehen kann. Nicht? Das ist also ganz bewusst gemacht worden. Das ist eine sehr stark gewölbte Klinge. Hatte mal hier ganz offenkundig ein Viereck eingelassen. Da ist vermutlich eine Signatur drin gewesen. Mhm. Das ist aber ausgefallen. Das sind oft so Kopien, so wie dann heißt, Made in Solingen oder sowas ähnliches auf Arabisch. Das ist eine schwierige Sache. Bei dem Säbel ist das insofern gefährlich. Ursprünglich waren die Blankwaffen im Mittelalter fast immer gerade, also Schwertform. Und nun kamen die Leute mit diesen krummen Säbeln, die Ungarn, die Völker aus Zentralasien, die hatten solche krummen Dinge. Und da ist ein physikalisches, fast mathematisches Problem zu sehen. Eine Gerade als Fläche trifft eine Krümmung immer nur an einem Punkt. Das heißt, bei einem Hieb mit einem Säbel wird die ganze Kraft auf einen Punkt konzentriert. Da können Sie, wenn Sie ein langes Stück haben, hauen auf Blech, dann verteilt sich der Schlag. Das stellt es ein bisschen ein. Beim Säbel kann das durchschlagen. Das ist also eine und wenn das scharf geschliffen ist, eine ganz gefährliche Waffe. Und möglicherweise sind meistens Damaststahl gewesen, aus verschiedenen Lagen zusammengeschmiedet. Mhm. Sehr schöne Arbeiten, oft die werden dann geätzt an der Oberfläche. Ist hier durch den Lauf der Zeiten verrostet, verputzt, kann man momentan nicht bestellen. Man müsste das anätzen, dann sähe man die Strukturen. Möchte annehmen, dass es bei einer Waffe dieser Art sich tatsächlich um eine Damaststahlklinge handelt. Mhm. Aber sie ist noch aus einem ganz anderen Grunde sehr interessant. Wir sehen hier oben eine Aussparung. Da ist ein Teil der Parierstange eingerastet. Die Parierstange muss man sich hier kerzengerade vorstellen, also nicht geschwungen, kerzengerade, beidseitig. Die ist hier. Ein Kreuzeisen. Das Kreuzeisen. Ja. Und die ist hier bewusst entfernt. Die ist nicht verloren gegangen, sondern bewusst entfernt. Und man findet im Orient häufig solche Dinge, auch mit diesem Griff. Und man sieht bei dem Stück auch noch was anderes sehr Interessantes. Ich drehe das jetzt mal um. Und dann sieht man hier ein Stück, das Ihnen sicher auch schon aufgefallen ist. Das sieht irgendwie anders aus, nicht? Mhm. Und das ist hier die alte Scheide. Und das ist eine Ziernaht, die hier zu sehen ist. Mhm. Und das ist eigentlich, man trägt ja einen Säbel, wenn ich das mal so sagen darf, von mir aus gesehen, links. Links. Mhm. Und dann sähe man diese Ziernaht nicht. So. Die Türken und die alten Orientalen haben ihre Krummsäbel und die Russen auch nach oben getragen. Das ist viel vernünftiger. Mhm. Und die europäische Tragweise ist die hier. Und wenn Sie das mal ansehen, dann kippt das nämlich. Mhm, genau. Das ist unpraktisch, aber das ist modern. Ja. Das war die Vermesslichung, die Modernisierung. Mhm. Also das ist im Grunde ein sehr alter Osman-Säbel aus dem islamisch-osmanischen Gebiet, genau kann man das nicht feststellen, der dann umgearbeitet worden ist für europäische Tragweise mit Abmontage der Parierstange. Mhm. In sich ein ganz schönes Stück, wo man Kulturgeschichte über 200 Jahre identifizieren kann. Also die Qualität ist sehr schön, vor allem die Scheidenbeschläge, die sind ja alle handgeprägt, handgetrieben. Mhm. Leider ist eben ein bisschen Altersspuren und Beschädigungen dran. Hier zum Beispiel ist das ausgebrochen am Mundblech. Insgesamt auch bei der Griffwicklung haben wir schon Defekte, also Altersdefekte. Mhm. Es ist ein frühes, ehrliches Stück, also ich würde sagen, von der Scheide her noch 18. Jahrhundert, frühes 18. Jahrhundert sogar.
Und wenn Sie den verkaufen würden, trotz aller Mängel, doch ein begehrenswertes Sammlerstück. Ich schätze mal, dass Sie im Bereich 800 bis vielleicht maximal 1.000 Euro dafür erzielen könnten. Mhm. Aber wenn Sie ihn behalten und daran Freude haben, ist das sicherlich mindestens genauso gut. Nee, den behalten wir dann. Das ist ein Stück Kulturgeschichte, wo man im Verlauf von mehreren hundert Jahren Gebrauch sehen kann. Das ist eine wunderschöne Sache. Schön, danke schön. Danke schön.